So leise. Das wackelt. Nicht so gut zum Festziehen, ne? Ja. Ich zur Rohling, lebt er noch, oder? Immerhin können die Drohnen noch feuern, auch wenn wir nicht mehr feuern können. Zwei Geschütze erledigt. Aber wir können immer noch nicht landen. Wo kommt der denn her? Da hinten. Da links. Unterwegs sind wir so nah dran. Ja, da würde ich mal sagen, ab da nach oben. Verdammt, Feinde sind im Anflug auf sie. Ich versuche, sie ihn vom Leib zu halten. Vorsichtig! Verdammt, ich bin getroffen. Alles in Ordnung. Sind Sie sicher? Ab in Sicherheit. Was immer Sie sagen. Oi, oi, oi. Da ist der Shuttle. Halten Sie nach Ihren schweren Waffen Ausschau. Oh, ist das grell, ey. Also ich bin ja jetzt nicht hier im Dunkeln, das mache ich ja generell nicht, aber trotzdem ist das ganz schön grell. Und ich rede ganz schön wenig, weil es sehr spannend ist. Ja, nicht nur du. Sorry, Leute. So. Feuern. So. Los jetzt! Feuern Sie dem Ding direkt in den Hals! Aha. Kommen! Wir brauchen eine Exfiltration! Noch eine mutierte Asari. Hier ist Commander Shepard. Gibt es Allianzpersonal in der Nähe? Irgendwo ist noch einer, oder? Du stehst genau an der Quelle. Hm. Komm hoch. Commander, bereit machen zur Exfiltration. Da links. Los, wir geben ihn Feuerschutz! Heiliger Strohsack. Bringen Sie uns raus, Corporal. Sind Sie okay? Ich lebe noch. Zweifellos, Commander.
Anderson. Ich wusste, Sie enttäuschen mich. Schön, Sie zu sehen. Auch Ihr Anblick ist ein Vergnügen. Wie ist die Lage? Die schwere Luftabwehr ist erledigt. Hammer kann landen. Und keinen Augenblick zu früh. Der Rest des Widerstands hält eine vorgeschobene Operationsbasis. Aber die Reaper schlagen bereits zurück. Nach dem Sammeln liegt der Kampf in den Händen von Hammer. Es muss brutal gewesen sein, abgeschnitten vom Rest der Allianz. Es war vom ersten Tag an sehr riskant. Aber als klar war, dass die Reaper sich auf die Zentren konzentrieren, konnten wir direkten Kontakt besser vermeiden. Bis London. Ja. Wir hielten uns so lange wie möglich. Haben Späher geschickt. Diese Planung hat viele Leben gekostet. Aber mit Männern wie Major Coates und dem Wissen, dass Hilfe kommt, hielten wir durch. Ja, sie haben mehr getan, als durchzuhalten. Ohne sie und ihren Widerstand hätten wir keine Chance. Ja, der Admiral ist bescheiden. Ohne ihn wäre hier niemand mehr am Leben. Heben wir uns die Orden für später auf. Dieser Kampf fängt gerade erst an. Und Hammer sollte dafür bereit sein. Ja. Sie standen anfangs nicht zusammen, aber jetzt werden sie den Sieg holen. Gut. Genau das brauchen wir auch. Wir holen den Sieg, Anderson. Ich bin in London geboren. Wirklich? Die gesamte Galaxie vereint. Schade, dass dazu die Reaper notwendig waren. Shepard hat es geschafft, sie alle zu vereinen. Genau das habe ich gemeint. Ich weiß, Sie wollten nicht gehen, Shepard. Aber niemand hätte erreicht, was Ihnen gelungen ist. Es wird gut, zurück zu sein. Da ist die VOB. Sieht gut aus. Geben Sie Hammer die Freigabe. Admiral, wir haben dort eine Befehlszentrale eingerichtet. Anscheinend kommen immer noch Gruppen rein. Ja, Sir, aber nicht so viele wie erhofft. Kommen Sie, wenn Sie bereit sind, Shepard. Mach ich. Er hat recht. Ich hätte hier inzwischen mehr von Hammer erwartet. Viele werden es nicht schaffen. Sie beide gehen vor. Ich komme nach. Die Kämpfe hier gehörten zu den schlimmsten auf dem Planeten. Es sieht schlecht aus, aber noch besteht Hoffnung. Außerdem sind Sie hier. Es wird die Truppen freuen, Sie zu sehen und Ihre Entschlossenheit stärken. Glauben Sie? Ich bin nur ein Soldat, genau wie Sie. Das sehen Sie vielleicht so, aber die Truppen nicht. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, Sie sind für diese Soldaten eine Heldin. Sie sollten Ihre Wirkung auf Sie nicht unterschätzen. Ich gehe jetzt zu meinem Bataillon. Wir sehen uns in der Befehlszentrale. Okay. Ist hier irgendwo noch was? Nee, ich hab keine Ahnung, was das soll. Jetzt runter. Hey, Commander. Wie geht es Ihnen? Ich weiß nicht, was ich von der Rückkehr zur Erde erwartet habe. Ich war bereit für den Kampf oder den Tod, falls nötig, aber wo ich das alles so sehe... Wir bauen alles wieder auf. Ich weiß, es ist schwer. Aber das ist nur vorübergehend. Aber erst müssen wir mal gewinnen.
Lassen Sie sich von denen nicht den Kampfesmut nehmen. Ich weiß ja. Sie haben recht. Das ist es jetzt also, ja? Ein Vorstoß noch. Ein letzter Kampf. Nicht zwingend unser letzter. Es war eine Ehre, unter Ihnen zu dienen, Shepard. Ja. Sie sind wirklich ein großartiger Soldat. Danke. Was immer heute auch geschieht, ich werde stolz auf Sie sein. Das bedeutet mir viel, ne? Viel Glück da draußen, Shepard. Echo-Team eine Empfehlung ausgesprochen? Positiv. Sie raten zur Verzögerung der nächsten Welle von Hammer. Die bringen uns da draußen um. Wir haben keine Wahl. Verzögerung negativ. Rate zur Klärung der Lage, aber Hammer läuft ab wie geplant. Ende. Verstanden. Krass, was da abgeht. Was nennen die eigentlich immer Hammer? Diesen ganzen Einsatz, oder was? Hey, Kaidan. Shepard. Sind Sie bereit? Absolut. Für alles. Nur her damit. Und die Biotikabteilung? Ihre Schüler? Mehr als bereit. Hungrig. So ist die Jugend. Wir sind jetzt alte Soldaten. Was, Shepard? Ja, das sind wir wohl. Wir kennen uns aus. Wir wissen, das ist der Abschied. Das dürfen Sie nicht denken. Wir werden das Ding gewinnen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich werde auf Teufel komm raus kämpfen, um sie wiederzusehen. Aber es gibt da einiges, was ich sagen möchte. Wenn ich zurückschaue, habe ich nicht viel zu bedauern. Das ist doch erstaunlich, oder? Nach meiner Kindheit hätte ich mir nie erträumt, mal so ein Leben zu führen. Und viel davon verdanke ich Ihnen. Wissen Sie? Es war ein großes Abenteuer. Das war es. Aber wie geht's Ihnen? Angst? Ja. Verdammt richtig. Ich habe Angst. Aber diese Angst wird mich am Leben halten, bis ich den Mistkerlen eine Kugel mitten ins Herz verpasst habe. Ja. Ganz genau. Dann alles Gute, Major. Für Sie auch, Commander. Ja, ich muss jetzt den Rest meines Trupps finden. Ja. Wissen Sie, dass ich noch nie in London war? Und hier noch mehr.